Ja, Multicrew Mining mit der, also die Mole habe ich auch schon in meinem Einsatz gesehen, in so einem, auch in so einem YouTube-Clip. Definitives Langzeitziel, feiere ich richtig die Karre. Und da würde ich, es gibt ja eine Kabine, die ist mit Kabinendruck. Und da würde ich mir einen richtig schicken gelben Helm aufsetzen und so weiter. Aber die feiere ich wirklich, die ist richtig geil. Richtig schön industrielles Aussehen, so hier Design und so. Kann ich hier jetzt durchfliegen oder kriege ich da gleich auf den Sack? Oh, restricted area. So, Kinder, jetzt mal ganz. Jetzt mal unter uns Pastorentöchtern. Muss ich das da auf dem Dach abgeben? Muss ich da landen? Wenn ja, ist es richtig geil. Weil da hinten scheint ja nochmal so ein Landingpad zu sein. Oder so eine Hangar-Area. Nice. Das finde ich geil. Wieso drifte ich ab? Wieso drifte ich ab? Wind? Nein. Oh, aber Heidewitzka. Oder? Oder was? Oder spackt hier gerade was? Nee. Ja, die Freelancer wäre quasi das zweite Ziel dann. Definitiv. Freelancer Max, glaube ich, weil ich ja auch gerne. Wollt ihr mich verarschen jetzt echt hier? Setz dich jetzt dahin. Achso, die Kampfversion. Nee, ich bin ja so passiver Typ. Ich muss nicht unbedingt battlen. So, ich muss. Also ich gerne handeln und minern und so ein Kram. Sowas halt. Oder Fahrzeuge transportieren oder all so ein Shit, aber deswegen nicht die Kampfversion. Ich feiere die Max. Das stimmt schon. Das stimmt schon, ne? Also ich habe halt an vielen Ecken gemerkt, so dass vieles noch nicht so richtig funktioniert. Alter! Stehen hier Daten übers Wetter? Holy shit. Okay. Sound is on point. Ich stelle mich mal hier in die Ecke. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Geil. Der Wind ist ja völlig krank. Den Laden am Shaken hier.
Microtech ist kein Ponyhof. Okay, merke ich mir. Aber krass, dass ich nochmal Glück gehabt habe. Dann scheinbar. Ja, spinne ich denn? Ist das hier direkt nebenan? Nee, da stand eine Kilometerzahl, ne? Da, 1000. Ist das dann also direkt auf der anderen Seite des Planeten? Dann ist das aber kein großer Durchmesser. Nee, T ist Licht. Ah, das Schifflicht. Okay. Ed. Na, jetzt muss ich hier aber wahrscheinlich wieder mal. Ah, die Karte ist echt ein Krampf. Die ist nicht cool. Hä? Kann ich denn drehen? So. Es wäre super geil, wenn ich jetzt nur meinen Droppunkt sehen würde. Mit dieser dämlichen weißen Kugel überhaupt irgendwas sehen würde. Es ist zu weit weg. Ja, aber New Babbage habe ich mir als Startgebiet oder Dings ausgesucht, gerade beim ersten Spawn. Und ich denke, ich werde es als inoffizielle Heimat festlegen. Denn nichts liegt näher als für Babarovka den nicht Planeten, sondern die Stadt New Babbage als Heimat zu nehmen. Paul, moin Freddy. So, das versuchen wir jetzt einfach nochmal. Kannst du das jetzt hier bitte einfach mal irgendwie als Route mal irgendwas machen? Okay, ein paar Sachen sind echt noch tricky, ne? Also die sind echt noch überarbeitungswürdig. Komme ich nicht ran, keine Ahnung. Mach fertig da, ich will da jetzt hinfliegen zu dem Ding. Steh mal auf und setz dich wieder, okay? Ja gut, bei so einer fliegenden Kiste müsste das ja gehen. Oh, ganz schön eigentlich, ne? Da unten die City. Beschleunigt er jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ja, ne? Ich glaube, wir bewegen uns vorwärts dann. Kann ich jetzt gar nicht gucken. Lässig, Alter. Diese Taste für Screenshots, ganz wichtig. Achso, das Schiff ist dann aus.
Ich brauche eine Taste für einen Screenshot. Weiß jemand aus dem Kopf? Das ist mir schon wichtig für die Thumbnails. Keybindings. Oh Gott, na gut, da wäre ich ja nie fündig bei sowas. Kann man das nicht einfach in eine Liste packen? Ihr Helden. Ja, Digi, whatever. Dann gibt es jetzt erstmal keinen Screenshot. Obwohl es echt fancy aussieht, wie er da steht. Eine Russenhocke. Na gut, machen wir mal weiter. Wie viel Zeit haben wir noch? Dreiviertel Stunde. Ja, bis dahin möchte ich zumindest meinen Job abgegeben haben und vielleicht schon mal so bei den Mining-Sachen gucken, wie viel Kohle ich einplanen muss. Ja, siehst du, das möchte ich halt am Anfang erstmal machen, dieses... Jetzt? Ist jetzt gefressen? Das Handmining, so erstmal, ne, Step by Step, alles ein bisschen kennenlernen und so, der übliche Shit. Außerdem... What the? Gehkräfte! Heile Witzka! Da habe ich aber nochmal Glück gehabt. War vielleicht ein bisschen schneller unterwegs. Also Flip and Burn ist hier mit Vorsicht zu betrachten. Naja gut, vielleicht komme ich ja jetzt irgendwie an den Spot ran, der sich irgendwo befinden muss. Ja. Ja Mann, spul mal. What? Komm schon, Digga. Jetzt bin ich gespannt. Er springt nicht. Geil. Aber es war doch so schön hell. Na also. Oh. Landing Gear wieder vergessen. Das wird mir noch so häufig passieren. Das ist in jedem Spiel ist das meistens total egal. Ich meine, gut, Space Engineers, die lassen sich halt auch nicht wirklich ausfahren und so. Das wird mir noch so häufig passieren. Fliegt mein Schiff mit VTOL-Modus, wie die Cutlass zum Beispiel? Ja, wie darf ich das denn verstehen? Du wirst ein paar Mal sterben, bis du verstehst, wie das auf Planeten funktioniert. Oha, hier ist irgendwas passiert. Oh, RGB. Hervorragend als alter Sub. Das Ding ist, hervorragendes Original. Hast jetzt gerade schön verschenkt, denn Ausrufezeichen Sub hätte dir ein bisschen was verraten. Ja, auf jeden Fall die RGB-Keule geschwungen.
stellt sich aber auch immer an hier mit den G-Kräften. Ah, okay, ich verstehe. Wie gesagt, du bist als Sub in der Lage, das generell jederzeit zu tun, ohne Kosten, also ohne Kanalpunkte kosten. Einmal Licht aus. Jim Bacon macht's dunkel und spannend. Ja, Damon, das wird sich alles zeigen am Sonntag, wenn ich dann die Cutlass mit mir führe. Übrigens, das Handminern und so weiter oder meinetwegen auch mit der Prospector heißt sie, glaube ich. Das läuft natürlich alles erstmal nur auf Miete ab, ne? Also, dass ich mir die Fahrzeuge mal miete und dann mal guck, was ich damit so anstellen kann und so weiter und so fort. Kaufen, bis ich die Kohle zusammen habe, dauert dann natürlich. Aber vielleicht über das Mietgeschäft, wenn ich dann fleißig minern gehe, kann ich mir vielleicht bald dann eben auch andere Schiffe mal anschauen. Hier ist schon wieder so ein Mega-Wind, glaube ich. Ich habe voll die Schräglage. Also ich kriege immer voll die Schräglage. Okay. Alter, hier ist scheinbar, nee, geht. Geht doch. Ich habe mir das Game jetzt geholt, ja. Wir waren so recht schnell wieder müde mit Space Engineers und dann habe ich überlegt, wie ich weitermache und gucke mir halt schon seit längerer Zeit jetzt wieder Videos an und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Thema Stabilität, ne, wir haben es ja in der ersten Free-to-Play-Zeit, wie auch immer, haben wir es ja kennengelernt, das Game. Noch nicht eine Nummer in diese Richtung. Also bisher, klar, hier glitschen hier mal so ein paar Boxen oder so ein Scheiß, ne? Aber ist kein Vergleich mehr. Was man sich, worüber man sich im Klaren sein muss, ist wohl, dass viele Features und Sachen einfach noch nicht implementiert sind, ne? Also es ist wirklich noch heftiger Entwicklungsstand. An jeder Ecke ist irgendwas, wo man sagt, okay, das ist einfach noch nicht fertig gebaut oder eben noch nicht ins Spiel gebracht. Man sieht die Vorbereitungen dazu und so. Dessen muss man sich im Klaren sein, wenn man sich quasi hier den Titel holt, dann muss man sich im Klaren darüber sein, man holt sich definitiv alles andere als ein fertiges Spiel. Aber ich war heute schon wieder so übelst geflasht, alleine dadurch, dass ich jetzt die neue Hardware habe und so weiter, über die ganzen, über das Environment, ne? Also die ganze Grafik, Feeling und so weiter. Heftig, Mann, heftig. Cool, und ich bin kurz davor, meinen ersten Job abzugeben. Wow, okay. Danke. Ja, bin ich hier überhaupt richtig? In der Bude? Ich glaube nicht. Ach nee, ey.
Moin. Komm, mach fertig da. Ich will meine Kohle haben. Cool. Und nu? Ah ja, okay, das hat funktioniert. Ich hätte jetzt irgendwie noch eine Art Geräusch, Jingle, keine Ahnung was erwartet. Okay. Ja, stark. Erster Job ist durch. Rein Interesse halber, ups, gucke ich jetzt nochmal in die Contracts. Nur um so ein Feeling dafür zu kriegen, was es so gibt. Weil die bringen alle 8000. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so 8000, cool. Im Verhältnis zu dem, was ich derzeit habe, eine ganze Menge. Aber es ist halt mega, mega viel zu tun. Ich weiß nicht, ob das noch besser wird, wenn ich ein besseres Standing bekomme. Denn es gibt ja auch so eine Art Standing-System. Nur Bounty Hunter und das hier, ich weiß halt noch nicht, ob ich dafür tauge. Ne, das ist für mich noch ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich weiß leider auch nicht so direkt, wie ich mir Mercenary übersetzen soll. Hier steht aber überall Protection. Ja gut, so heißt der Auftraggeber. Illegal Monitor Mission, okay. Investigation. To a cave on Microtech. Super. Naja gut, wie gesagt, die Deliveries, die kann man sich dann ja mal vielleicht beim nächsten Mal sparen. Aber beim nächsten Mal wollen wir ja sowieso Geld machen mit Bergbau. Warum steht er nicht initialisiert an meinem Schiff dran? Okay, verstehe. Hätte ich hier auch eine Landerlaubnis anfragen müssen? Nee, okay. Ja, ist mir wurscht. Sie mit einem dicken Pott genau auf die Lage. Ja, okay, okay. Verstehe. Na, jetzt geht das los. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt nochmal zum Thema Ausloggen. Ich möchte ja natürlich irgendwie alles richtig machen und nichts irgendwo im All stehen lassen, falls das überhaupt möglich ist. Wenn ich jetzt zur nächsten Station fliege, da ein Bett ist, kann ich mich denn einfach ausloggen da oder muss ich noch irgendwas beachten? Oder nehme ich das hier im Schiff und wenn ja, was mache ich vorher mit meinem Schiff? Lasse ich es irgendwo im All stehen oder das habe ich vorhin noch nicht ganz verstanden, das hatte ich mit Micha schon mal irgendwie angesprochen. Also so richtig gepeilt habe ich das noch nicht. Stehst immer da auf, wo du zuletzt gelandet bist, gilt auch für Sterben. Mhm. Also ist eigentlich scheißegal, ich bringe mein Schiff zu irgendeiner Station und dann wache ich da halt wieder auf. Mal, könnten wir das hier vielleicht mal irgendwie resetten? Na also.
muss das Schiff nicht mehr wegbringen, er muss es dann halt reclaimen. Kostet einen kleinen Geldbetrag oder Zeit. Nö, weil wenn ich die Möglichkeit habe, es quasi kostenlos zu machen, werde ich das natürlich kostenlos machen. Ganz klar. Später wirst du mit einem Schiff ausloggen können im All und dort auch wieder einloggen, sofern das Schiff ein Bett hat. Ja, aber was passiert dann mit dem Schiff? Steht das die ganze Zeit da oder gibt es so einen EVE-Online-Mechanismus, der dich quasi nach 2 Minuten dort verschwinden lässt oder nach, ich glaube, 10 Minuten oder so und wenn du wieder ins Game kommst, an die Stelle wieder mit dem Quantum Drive reinwarpt oder so, dass man da nicht einfach aufploppt? Das ist halt noch so ein bisschen so das Rätsel dahinter, wie sowas dann immer umgesetzt wird. Hallo? Okay, aber ich glaube, das war erfolgreich. Hier ist zumindest eine Navigation eingetragen. Ab geht die Reise. Du jetzt mit Ohrenstöpsel in deiner Bude tragen? What? Was meinst du, Freddy? Ja, der war nicht verkehrt. Ja, ich wollte bei Gelegenheit, wollte ich mir nochmal einen Stromzähler da vorballern. Also vor PC schalten und mal gucken, was der jetzt so frisst. Gar keine Vorstellung. Was ich gleich während des Sprungs, jetzt hätte ich fast Warp gesagt. Ich glaube, als wenn man sich irgendwie nicht mit der Star Citizen Community verfeinden möchte, dann darf man, glaube ich, nicht Warp Drive sagen. Während des Sprunges gucke ich gleich mal eben ganz kurz, so mache ich mir mal nochmal schnell einen Temperaturmonitor auf und den Taskmanager und guck mal, was da so über die Bühne geht. Beziehungsweise kann ich das ja eigentlich machen, während ich dahin fliege. Wie war das noch? Mit Y, ne? Musst du mal unten in der Kanalbeschreibung gucken. Da steht es alles ganz detailliert drin. So, gucken wir mal hier. Dann noch mal den Taskmanager. Herr Matthias, vielen herzlichen Dank für dein Follow. Full Screen. Na, nerv doch nicht jetzt hier. Spring doch einfach. So, er verliert das Ziel, glaube ich. Sehr schön. Brauchst du Hilfe bei den Einstellungen? Nee, pass auf, folgendes. Ich habe einen 2K-Monitor. Das werde ich mir jetzt einfach nur noch mal quasi reinziehen. Ich habe einen 2K-Monitor und wenn ich aus dem Spiel raustappen möchte, brauche ich ja theoretisch einen, oder easy raustappen möchte, möchte ich ja ein Borderless Window haben. Ich habe jetzt nur allerdings performance-technisch erstmal auf 1080p runtergestellt, weil es auf 2K okay war. Ne? Es war nur für den Stream, möchte ich gerne so eine hohe Quali wie möglich haben und deswegen habe ich das umgestellt auf 1080p. Problem ist, wenn ich dann im Borderless Window bin, dann macht er mir das halt auch wirklich in ein Fenster. Und heute ist mein erster Star Citizen Tag und deswegen möchte ich das Ganze gerne auf Fullscreen erleben, in ne, schön immersiv
das Ganze einfach aufsaugen. Deswegen, und die Einstellung, gut, kann ich mir nochmal angucken, dass ich vielleicht in Zukunft doch wieder auf 2K zocken kann mit eben entsprechenden FPS. Die waren vorhin nicht verkehrt, aber es war mir eine Spur zu wenig für den Stream. Ne? Das RGB-Massaker ist gar kein Custom Loop. Ich kann zum Beispiel jetzt, ne, in diesem Modus hier bei Fullscreen, kann ich zum Beispiel nicht auf die Windows-Taste drücken oder so, um mal eben kurz aus dem Game rauszukommen. Das könnte ich jetzt versuchen. Das geht. Okay, mit Tab würde gehen. Natürlich hier auch ein lässiges Strobo mal einbauen. Doch, doch, das ist schon quasi Custom. Oh, mein Shift macht verrückte Sachen. Ich sehe es nicht, aber ihr seht's. Genau, und so heute zum Thema habe ich ein bisschen weiß quasi als Sternennacht eingestellt. So, Temperatur habe ich im Blick, Leistung, ja, Prozessor, was haben wir? 50%. Das geht noch. Dann lass uns mal zusehen, dass wir noch schnell auf die Basis kommen. Was ist das? Wieso bist du da nicht gleich hingesprungen, Penner? B gedrückt halten, merken. Overheating im All, Alter. Finde ich auch lächerlich. So, einfach mal hinten im Maschinenraum Fenster aufmachen und dann geht das schon. Okay, ich sollte bremsen. Ich sollte bremsen. Ich kann nicht bremsen. Warum kann ich nicht? Oh, weil meine Triebwerke, glaube ich, ausgefallen sind. Das ist nicht gut. Kriege ich mich hier irgendwo durchnavigiert? Oh, das ist nicht gut. Das tut weh. Ja, cool. Dann habe ich ja quasi mein... da habe ich das Ganze ja abgekürzt. Ja, aber der ist halt nicht langsamer geworden. Und er hatte vorher einen Overheat. Er musste irgendwie bremsen können. Gott, ey. Ja gut, jetzt liege ich hier. Ich weiß leider nicht, also das Bett sieht anders aus als das, was ich vorher hatte. Ich weiß nicht so richtig, wie ich beim letzten Mal aufgestanden bin. Das war das erste Mal, dass ich aufgestanden bin. Da konnte ich hier das Bett, den Rahmen anwählen und sagen, hier, steh mal auf oder so. Das Bett. Nö, Z macht er nicht. Ist das hier vielleicht Y? Schiff ist es auch Z. Ja, macht er nichts. Ja, ich halt das schon gedrückt. Muss ich das hier so machen? Nee, er steht nicht auf. Stark. Er muss genau nach dem Absturz, muss er erstmal durchatmen. Nee, Space nicht. Was weiß ich hier. Natürlich Escape kommt ja zum Menü. Könnt auch gerne mal gucken, ob das noch gebindet ist. Aber ich habe an den Bindings eigentlich nichts geändert. Deswegen war ich aufs Y gekommen. Nee, das ist aber auch Exit Seat Eject. Ja, was passiert? Sorry, es passiert aber auf beiden nichts. Du bist auch ein richtiger Scherzkeks, Alter. 250 Millisekunden. What?
Okay. Ich meine, ich bin ja richtiger Profi, Alter. Wer schafft schon exakt 250 Millisekunden eine Taste zu drücken? Ich nehme mal an, dass ich hier jetzt auf... wo würde ich jetzt sehen, wo ich bin? Ich bin erstmal irgendwo. Ja, du hast recht, du hast recht. Also das, ist er hier? Übrigens werde ich mich darum bemühen, beim nächsten Mal auch hier Face, VoIP und so weiter klar zu machen. Game Settings, da. Ganz links unten? Ach, was? Komm, erzähl doch nix. Geiler Typ, ey. Oh. Hallo? Ist der überhaupt losgefahren? Okay, er war schon da. Ja, das sieht mir aber nach dieser Industriestation aus. Das ist schon mal ganz geil. So, 20 Minuten haben wir noch. Wir gucken uns einfach mal ganz kurz in der... unten nochmal in dieser, in dem Mining-Shop um. Ich mag nicht so rennen. Ich mag dieses Flair gerne ein bisschen auffangen. So, hier hin. Ich meine, klar, für die Veteranen ist das alles nicht mehr so spannend, aber ich finde, also mich holt das hier heute gerade extrem ab. Wirklich, wirklich schön. Gucken, wie lange sozusagen der Spannungsbogen aufrechterhalten bleibt, bei den Möglichkeiten, die man hat. Aber wir haben ja bei weitem wahrscheinlich noch nicht alles gesehen und gemacht. Reclaim dein Schiff erstmal, okay? Damit es auch schon mal auf dem Weg ist, sozusagen. Digga, ich bin halt noch nie krepiert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Fahr mal wieder hoch direkt. Nerv nicht. Damit der Timer schon mal läuft. Kann ich danach theoretisch dann schlafen gehen? Oder muss ich das erstmal noch im Blick behalten, damit ich es auch dann wieder einsortiere sozusagen? Oder ein... wie sagt man denn? Verstauen. Verstauen, ja, das ist ganz gut. Hallo? Destroyed. Claim. File a claim? Okay. Ach, guck an, guck an. Okay, das kostet scheinbar nicht viel. Aber dann soll er da erstmal machen. Cool, Matthias, das beantwortet die Frage auf den Punkt. Dankeschön. Ja, locker, locker. Ich meine, gut, 300 ist aber auch nicht viel. Ne, das steht wahrscheinlich immer im Verhältnis zur Zeit. Boah, hier hat aber jemand über die Schraube drüber lackiert. Das flasht mich, ne? Also das sind so Sachen, okay, da muss ich sagen, dann wirklich Hut ab. Wirklich 3D geformte Schrauben, bei denen man sogar noch das Profil von dem
von dem Standard, keine Ahnung, was, wie man das nennt, sieht. So, Männers, jetzt wird es nochmal ein bisschen laut. Aber die Area feiere ich ja wohl am meisten. Das ist so geil hier. Chalks ist auch voll kacke, ey. Hey, grüß mich. Grüß mich erstmal. Wo kann ich denn eigentlich mein Essen und Trinken sehen? Das habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden. Auf I. Funktioniert auch nicht. Habe ich irgendwie Caps Lock an? Nee. Funktioniert auch nicht. Wahrscheinlich ist meine Session langsam auch zu lang und ist buggy. Ich weiß das nicht. Wenn du welches eingepackt hast und wenn du eine Rüstung mit Inventar hast. Habe ich beides nicht. Ich habe vorhin ein Sandwich gekauft und ich traue heute noch, weil ich habe es in der Bahn verloren. Und dann konnte ich es nicht mehr aufsammeln. Nimm erst mal den Helm ab. Ja, nimm erst mal den Helm ab. Weißt du, da geht's ja dann schon wieder los. Du hattest ja deine kleine isolierte Welt in deinem Hangar und bist nicht weitergekommen. Ist natürlich klar, dass du dich mit solchen Banalitäten herumschlagen konntest. Wo wird das hin verstaut, wenn ich das ausziehe? Übrigens, Männer, das ist ganz klar, ne? Also das Ding wird's auf jeden Fall noch hier. Hundertprozentig. Wie geil ist das denn, ey? Ich werde mir dafür eine richtig schicke Miner-Klamotte holen. Vielleicht, wenn ich mit Day mal irgendwann in der Mole oder so mal unterwegs bin. Okay, globales Inventar gibt es ab Juni nicht mehr. Okay. Und Helm abnehmen zum Essen. Not bad. So, man sagte mir, das hier ist eine sehr wichtige Rüstung. Die hat aber keinen Rucksack, ne? Also müsste ich wahrscheinlich für zusätzliches Inventar den Rucksack noch zusätzlich aufsetzen? Geht das oder geht das beides nicht zu kombinieren? Doch, hat einen Rucksack. Okay, kann ich wahrscheinlich auch sehen, wenn ich mal so ein bisschen hier... Pass auf, okay, dann war das gerade ein Grafikbug, ne? Nee. Hä? Ich habe auch gedacht, der hat einen dicken Rucksack auf. Kauf die nicht. Oh, jetzt geht eine Diskussion los. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die ausgeht. Weil ich hätte mir die jetzt gekauft. Wenn du die anziehst, kannst du im Mobiglas die linken Funktionen nicht mehr sehen. Mobiglas ist, glaube ich, das Ding hier. Und die linken Funktionen, also sowas hier, oder? Weil der Helm im Weg ist. Hm, okay. Links unten klippt der Arm rein. Ja, also ist es spielentscheidend dramatisch, weil die Werte von dem Ding sehen ja jetzt nicht verkehrt aus. Und generell finde ich das Ding auch ziemlich cool. Gibt es das auch in unterschiedlichen Farben?
Er ist dann gegen Kälte. Ach Mann! Ja, was ist denn, was haltet ihr denn für schlauer übrigens? Gegen Kälte oder gegen Hitze? Weil, ich würde jetzt halt Sonntag dann irgendwie meinern gehen. Beide. Was sind Hitte? Oh, geil, das bringt, cool. Okay, dieses globale Inventar bedeutet aber auch, dass wenn ich dann auf einen Planeten fliege, meinetwegen ein heißer, dass ich jederzeit habe die Möglichkeit habe, den Anzug für die Hitze anzuziehen. Richtig? Verstehe ich das richtig? Weil theoretisch habe ich die Kohle dafür, aber ich kann natürlich mir auch erstmal nur einen Anzug holen und dann auf einen heißen Planeten fliegen. Ist das so einfach, wie ich mir das vorstelle? Handmining werde ich nur einmal machen. Ist okay. Aber solange ich die Klamotten für immer habe, weil manchmal fühle ich mich ja auch, guck mal, hier ist der Rucksack übrigens. Manchmal bin ich ja auch in so einem Mood, einfach meine Klamotten zu wechseln. Jetzt, genau, Mann. Death Stranding war dieses komische Spiel mit dem, wo man das auch auf dem Rücken so aufgestapelt hat, ne? Ja, ich erinnere mich. Wisst ihr was? Ich kaufe mir das Ding jetzt einfach. Den Kollegen gleich dazu. Fertig. Gut, ich bin wieder zurück auf meinen 20.000. Die Frage ist, kann ich damit überhaupt jetzt noch mir irgendwie so ein Multitool... Nee, gekauft habe ich den noch nicht. Das Multitool ist okay, das habe ich verstanden. Das braucht man irgendwie zum Minen. Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall kaufen, okay? Okay, jetzt gibt es hier aber irgendwie noch die Consumables. Wo habe ich die denn noch in der Übersicht gesehen? Das war, glaube ich, auch hier drüben, ne? Orbit-Aufsatz und den Tractor-Beam. Mhm. War das hier bei Weapons? Attachments? Genau. So, Orbit. Ja, okay. Orbit. Ich verstehe. Also den einmal. Das kostet halt auch alles nichts. Das ist okay. Und was war das andere? Und Tractor Beam. Okay. Habe ich jetzt beides gekauft. Dann geht es jetzt natürlich weiter mit. Und jetzt? Hier so. So, komm, mach mal fertig hier, ey. Oh. Jo. Achso, kriege ich Schwierigkeiten, wenn ich den hier auf der Station anhabe? Station, alles easy. Oh, ich habe eine Pistole. Gut, ich bin ein bisschen überfordert jetzt mit dem Multitool. Muss ich das noch zusammenschrauben? Achso, Utility. Medical, Moment, ich hab's gleich. Das sind Throwables. Sorry, ich habe das zu schnell überlesen. Das Multitool und Attachment. Muss ich das
Moment mal kurz, muss ich das wechseln? Oh shit, das heißt, ich muss erst minern, dann muss ich wechseln und dann kann ich es aufnehmen. Richtig? Nein. Finde ich immer gut. Du meinst und hebst Juwelen per Hand auf. Okay. Wofür ist dann der Tractor Beam? Sorry, dass ich da nochmal nachhaken muss. Ist nur für Kisten und unerreichbare Sachen. Und Kitesurfing am Raumschiff. Okay, cool. Oh, Moment. Jetzt habe ich mich nicht umgezogen. Ne? Da unten links stand gerade auch Change Pending. Also quasi noch war. Wo waren wir gerade? Wir waren einmal hier. Will ich mich verarschen? Geil. Und jetzt sind die Klamotten weg, weil ich das nicht gedrückt habe, oder was? Sache. Oder liegt die Scheiße jetzt hier irgendwie auf dem Boden? Nee, ne? Anisuit. Yo. Yo, 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 yo. Stimmt. Seid nervös geworden. Sehr gut. Und hier müsste dann... Ja, hier fehlt nur irgendwie so ein Symbol. Und dann waren wir noch bei Utility ganz unten. Auf dem und dann auf Mining. Erstmal das. Wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Ob es sinnvoll ist oder nicht, aber spätestens für eine Stulle will ich das haben. Ist sowas hier für mich wichtig? Hilft mir das irgendwie ganz, ganz toll? Lohnenswert? Nee, okay. Ah ja, okay, mit einer Mole. Ich verstehe. Ja, die will ich auch haben. Die finde ich cool. Ich sehe zwar so ein bisschen aus wie der Spacken, der auf irgendeine Party mit so einem Münzklopper durch die Gegend rennt. Wie heißt die denn? Diese Münzportionierer. Ah, passt leider nicht zusätzlich drauf. Na gut, scheiß drauf. Sei es drum. Ja gut. Kräftiges Kerlchen geworden. Jetzt weiß ich, was du meinst. Hm, okay. Jetzt weiß ich, was ihr damit meint. Frage ist, gibt's da nicht sowieso Kurztasten für? Willst du noch Handmining in einer Cave machen? Also heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Das wird alles am Sonntag stattfinden. Ja gut, man kann sich ja zumindest wieder ausziehen, wenn man das will. Also wenn das hier stört. F11 ist Comms, F2 Star Map. Ja, okay, alles klar.
Gut, das mal dahingestellt, aber wäre ich jetzt theoretisch in der Lage schon zu minern? Hey, back again, I see. Hey, grüß dich. Gut, ich glaube, das hier ist auch nicht verkehrt. Obwohl, ich habe dann die Cutlass Black, aber ich glaube, die kann ich auch in die Cutlass Black reinstecken, ne? Ja, das kann ich nach dem Handminern machen, weil ich glaube, die Karre kann auch selber minern. Also die hat, glaube ich, selber einen Mining Laser oder so. Ja. Alles anderes Thema dann, das gucken wir danach. Wie gesagt, Cutlass Black ist Sonntag am Start und dann, dann fliegen wir eine Runde. Sollte ich mich denn jetzt trotzdem noch ins Bett legen, damit ich das, was ich jetzt gerade noch gemacht habe, speichere oder so? Ich habe halt keinen Bock, dass ich irgendwas verliere oder dass ich irgendwie doof dastehe beim nächsten Mal. Nur weil ich mich falsch ausgeloggt habe oder so. Ich weiß ja, dass das Spiel in vielen Ecken sehr eigen ist. Ach, die Bettenmechanik gibt's doch nicht. Okay. Ja, dann bin ich auch schon, die Katzen drehen langsam durch da draußen an der Tür. Ist in Ordnung. Wenn ihr das sagt, dann machen wir das so. Ich organisiere mir hier nochmal richtig schöne Aussicht. Ja, so kann man das mal machen. Kinas, ich bin begeistert. Ich bin nicht nur begeistert von dem Spiel, von der Optik, von allem. Also, ist mega geil. Ich feiere das Spiel richtig, richtig, richtig. Klar, die Probleme. die Probleme sind da oder der fehlende Content ist da, etc. Ich werde das Ganze auf jeden Fall noch in viele Ecken ausreizen und gucken, was so geht. Bin unheimlich dankbar für die Beteiligung heute. Ich glaube, ich habe irgendwie 2 Subs, 9 Follower. Herr Matthias ist mit dazu gekommen. Sehr schöner Abend. Viel Chatbeteiligung, viele Emotionen. Wir haben ein paar Kanalpunkte endlich mal fliegen sehen. Sehr, sehr schön. Ich bin happy. Happy und freue mich extrem auf Sonntag. Sonntag 14 Uhr geht es hier auf jeden Fall weiter. Ich sehe gerade, da gibt es noch eine rege Diskussion um die Bettenmechanik. Ich werde mich jetzt hier einfach in der Station ausloggen. Viel zu verlieren habe ich ja eh noch nicht, ne? Also alles Schnieke. Am Sonntag werde ich mit der Cutlass Black unterwegs sein. Ein Schiff, ein bisschen größeres als das, was ich jetzt habe. Und vor allem auch schön begehbar und so. Da stehe ich total drauf. Die Bude gucken wir uns dann nochmal im Detail an. Kinas. Streitet euch mal nicht. Alles ist cool. Ich logge mich hier einfach aus. Wenn ich was verliere, verliere ich es. Wenn nicht, dann nicht. Alles cool. Bleibt geschmeidig. Ich hoffe, dass ich euch beide wieder am Sonntag sehen kann. War nämlich sehr cool, dass ihr so viel aufklären konntet und so weiter. Wirklich. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an euch. Bis Sonntag, 14 Uhr. Macht euch einen bunten und holt euch fruchtig. Bis dann. Ciao.